Unsere Mission, die wir jetzt hier hatten. Die Angriffe sollten nehmen. Was denn hier? Wie komme ich denn daran? So, zack, einmal umspringen. Und jetzt wollen wir gucken, dass wir das so hinkriegen. Perfekt. Das war jetzt nicht erwartet, dass ich nochmal solche hier finde. Aber naja, die hatten sich gut versteckt. Ja, es ist doch schon eine längere Fahrt mal nach Hause jetzt hier, aber ich glaube, wir haben ganz gut jetzt was geschafft hier. Wieder ein klein wenig mehr Ruhe im Karton. Ich navigiere wieder nach Minimap. Was habe ich denn hier jetzt niedergemacht? So. Es war so klar, dass ich dann wieder mal so einen treffe, aber egal. Ja, läuft. Einfach mal ein paar Steine umwälzen hier. So. So. Läuft. Ja. Jetzt kommen wir zu der Aktion hier. Ich habe mir gedacht, weil ich halt schon ja auch meine Supporter ein bisschen reinbringen möchte hier in die ganze Geschichte, habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es denn damit, wenn ich hier einfach mal ja die Leute auf der Map verewige quasi, ne? In dem Sinne, dass ich ihren Namen Ja, und herzlich hier willkommen in meinem raufschreibe. Kanal. Und da das Vanilla ist, hat man jetzt keine, wie die Textblade Mod zum Beispiel, wo man bestimmte Sachen hier hinschreiben kann. Und deswegen habe ich mir was überlegt und ein bisschen zusammengebastelt, quasi. Nämlich sowas hier. So. Und das heißt, da haben wir es K. Ich werde jetzt hier unten anfangen, das hinzusetzen und vielleicht
wird dir der ein oder andere erkennen, wen ich hier hinschreibe. Nur so viel, es war halt, oder es ist einer der, dem es quasi größtenteils auch anfing mit der ganzen Factorio-Sache. Der auch einer oder war der erste wirkliche Unterstützer von Silti. Das muss man auch ganz klar sagen. Von daher gesehen finde ich es nur gerecht, wenn ich ihn hier zuerst verewige. Plus konzentrieren, dass ich hier auch die richtigen Sachen auswähle. Moment, hier habe ich mich jetzt vertan. Ich bin da auch ein bisschen pingelig. Ich bin hier um eins verrutscht. Das mag ich gar nicht. Verdammt, wo war ich jetzt? Beim R. Gut. War beim R. Und jetzt noch ein T. Ich habe ja gesagt, ich brauche dafür meine Zeit hier. Ich nehme ein N und ich möchte lösen. Wer hat es schon? Wer hat es schon? Wer hat es schon? Nee. So. So. Oh, passt gut auf dem Bildschirm rauf hier die ganze Geschichte. Da bin ich mal gespannt, wenn das hier fertig gebaut ist. Wird jetzt natürlich eine Weile hier zu tun haben, ganzen Lampen zu setzen. Aber das war es mir wert und den Strom werde ich dann liefern. Und so werde ich nach und nach meine Supporter hier hinschreiben oder die ja, öfters mal unter meinen Videos kommentieren, die werde ich hier auch mit aufnehmen. Aber natürlich als erstes meine Supporter. Ihr könnt mich da gerne unterstützen. Link zu Patreon ist unter dem Video. Und ja, da freue ich mich drauf. Und hier ist die Lösung, die dann erscheinen wird. Krampfgarten, wenn ich jetzt richtig geschrieben habe. Also Grüße an Krampfgarten und schaut auch mal auf seinen Kanal vorbei. Wirklich 1A-Typ. Macht Spaß, mit ihm zu zocken und mit ihm zu quatschen. Von daher, ich kann es nur empfehlen, Leute. Und ohne ihn wäre Silti so nicht ja, vorangegangen, wie es vorangegangen ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass er den Trailer gemacht hat für Silti Staffel 3. Und er nimmt sich halt eine künstlerische Auszeit bei Silti. Aber das ist ja kein Muss. Kann jeder mitmachen, wie er möchte. Und von daher gesehen freue ich mich trotzdem, ja, mit ihm noch hier und da mal vielleicht was zusammen zu machen oder zu quatschen und so. Also wie gesagt, coole Sache an Kampfgarten. Danke, dass er damals bei Silti und bei Alfs mitgemacht hat, als wirklich einer der ersten oder der erste. Und von daher gesehen ist es auch nur zu Recht, wenn ich ihn hier auf meiner Traummap als erstes verewige. Und von daher gesehen,
Ja, ne? Läuft das Ding. Die haben jetzt hier erstmal ordentlich was zu tun. Das wird ohne die Folge dauern, hier aufzubauen. Deswegen, ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit zugucken, wie der Aufbau ist. Aber wenn es dann aufgebaut ist, dann auf jeden Fall nochmal. So. Gut, habe ich das Spezielle mal getan. So, jetzt rufe ich das hier erstmal ab. Das nervt schon. So. Und jetzt wollt ihr hier für den Supportzug alles fertig machen, damit ich hier auch zumachen kann. Das heißt, ich werde hier nochmal hinfahren und das Ganze dort nochmal ein bisschen auflösen. Oder hier natürlich mit dem Aufbau so ein paar Buchstaben zu tun, die Basis, ne? Eieieiei. Da sind immer mal so Spitzen jetzt drinne, meine Fresse. Aber es wird dann halt schön zu sehen sein. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich euch die, also ich habe die Buchstaben da selbst designt. Wenn sie euch gefallen, kann ich euch das Blaupausenbuch gerne reinschieben. Ich habe auch das für Zahlen gemacht. Von daher läuft alles. Und ja, wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr es natürlich gerne schreiben. Ich bin auch gespannt, Krampfgarten, dir werde ich ja auch dann verlinkt haben, die Folge, wie du das findest. Würde mich auch ein bisschen interessieren. Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie immer. Und ich beantworte sie natürlich auch wie immer. Vielleicht nicht am selben Tag, aber ich beantworte sie auf jeden Fall. Von daher gesehen, scheut euch nicht. So, bam, 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 bam. So. Sorgen wir hier auch mal für Ruhe. Müssen wir hier mal erstmal so schräg runter zum Wasser. Machen wir so den kleinen Bogen. Tausend Aufträge. Naja, soll er mal bauen. Wozu habe ich denn die Drohnen? Wozu sind sie denn da? Wenn nicht dafür. Durchs Nadelöhr? So, perfekt. Noch 1A. So. Jetzt ziehen wir hier einfach ein bisschen den Bogen noch rüber und schauen mal, was hier noch alles zu finden ist. Oder auch nicht. Ich habe im Wald hier auch wirklich nicht gesehen, oder? Das ist richtig mies. So. Zeig mal her. Also einfach nach oben. Geil. Na komm.
Und bevor es hier gleich ganz stockfinster wird, nehmen wir das noch, Nest noch mit hier. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier gut freigeräumt. Vor allen Dingen sehe ich jetzt, kann ich hier die Mauer direkt hinbauen. Das ist auch schon mal sehr, sehr schön. Aber wir drehen hier noch mal eine kleine Runde hier rüber. Ich hier noch ein bisschen Luft sehe, wo es da weitergeht. Schönes Ding. Das heißt, wir fahren wieder nach Hause. Das Ding haben wir geklärt und jetzt auch eine gute Möglichkeit gefunden, wie wir da die Mauer ziehen und dann läuft das Ding auch. Wo sind denn jetzt noch so viele Angriffe? Ah, von ganz, ganz weit oben. Ich sehe schon Fata Morganas hier. Meine Fresse. Einmal geschnappt, einmal abgebaut. Tada! Und wir sind da. Oh Mann, ey. Ja, Leute. Ich bin wieder gut drauf. Ich gehe halt ab wegen Silti. Das Staffel 3 beginnt. Ich bin glücklich, dass ich jetzt hier das euch endlich präsentieren konnte. Nein. Habe ich die noch nicht im Bau? Dachte, ich hätte alles soweit freigesetzt dafür. Moment. Muss ich mir mal rote Schaltkreise schnappen. Dann mache ich es halt per Hand und muss dann erstmal eine Produktion, eine automatisierte dafür aufbauen. Da ist mir wohl ein kleiner Wähler unterlaufen. So, nutze ich die Fließbänder, um mal schneller hier voranzukommen. Nicht so schlecht. So, wo finde ich jetzt hier rote Schaltkreise? Nochmal. Da finde ich sie. Umspannwerke. Ich habe hier noch keine Umspannwerke automatisiert. Scheinbar nicht.
Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Doch, hier. Annahme nicht. Was fehlt denn da? Ach, der Stahl. Okay. So. Bringt die mal weg. So, wo sind, vor allen Dingen habe ich dann noch Platz rechts. Ja, das gefällt mir. Vor allen Dingen, irgendwo muss doch hier schon einer. Hatte ich keinen einzigen. Mann, 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 Mann,